Guten Morgen. Arbeitsreiche Zeit liegt hinter mir. Also ich habe das ganze Wochenende und auch davor natürlich schon mich damit beschäftigt, meine Webseite auf den neuesten Stand zu bringen. Und da ist ganz viel passiert. Also es lohnt sich. Ich möchte dich einladen, dir das mal anzuschauen, was es alles Neues gibt. Bisher gab es auf meiner Webseite drei große Sparten. Das sind durchaus die Dinge, die ich auch tue und die ich auch in die Welt bringen möchte. Das war einmal die Sparte Therapie. Ich bin ja Therapeutin. Die Sparte Astrologie. Ich bin auch Astrologin. Und die Sparte Theater. Das heißt, ich unterrichte auch Schauspiel und war viele, viele Jahre, wie ihr wahrscheinlich wisst, Theaterregisseurin. Nun aber hat es mir schon lange irgendwie auf den Nägeln gebrannt, dass da eigentlich die Hauptkompetenz fehlt. Meine Hauptkompetenz ist nämlich, dass ich Künstlerin bin. Ich male, ich schreibe, mein ganzes Leben ist eine einzige kreative Orgie, wenn man so will. Orgie ist vielleicht jetzt übertrieben, aber alles, was ich tue, hat dieses Bedürfnis, künstlerischer Ausdruck zu sein. Und das fängt beim Kochen an und das hört beim Malen und beim Schreiben und bei meiner Arbeit mit Menschen auf. Es hört eigentlich nie auf. Mein ganzes Leben ist Kreativität. Dem habe ich mich verschrieben. Das ist mein Zentrum, von dem aus ich arbeite. Und diese Sparte fehlte komplett auf meiner Webseite. Jetzt habe ich mir gesagt, das muss geändert werden. Und ich habe eine komplett neue Sparte, die könnt ihr oben über die Menüleiste, also hier oben gibt es eine Menüleiste mit Untertiteln, jetzt finden, die heißt Kunst. Und unter Kunst findet ihr vier Unterkapitel. Diese vier Unterkapitel, das oberste heißt Lebenskunst, das zweite Kapitel ist die Kunst des Malens, dann kommt die Kunst des Schreibens und dann kommt die Kunst der Küche. Also wer Lust hat, schöne Bilder von wunderbaren Tellern zu finden, ich habe in meiner Fotobibliothek 665 Fotos gemacht von Tellern in den letzten Jahren, weil ich esse auch ganz, ganz total mit den Augen. Und seit ich mit den Augen esse, esse ich weniger, weil es... Ich werde schon gesättigt durch die Optik. Ja, ich werde noch was, da kommt noch ein Text da drauf. Vorläufig seht ihr erstmal einfach schöne Essensteller. Dann Schreiben, das Thema Schreiben, das ist noch nicht fertig, das habe ich nur angelegt als Thema. Da werden Texte reinkommen, Gedichte, die ich geschrieben habe, da kommen Auszüge aus meinem Buch, was ich schreibe. Und da könnt ihr euch so ein bisschen ein Bild machen. Also das Buch ist eine Biografie, aber natürlich als Roman geschrieben, weil lebende Personen kommen darin natürlich selbstverständlich, werden die nicht genannt und wenn, dann wird man sie nicht wiedererkennen, weil sie anders beschrieben werden. Also da habe ich schon meinen Weg gefunden. Und davor kommen, also jetzt zweiter Punkt, ich bin jetzt von unten nach oben gegangen, auch unorthodox. Der zweite Punkt sind die Bilder. Also da könnt ihr ein Video hören, was Malen mir bedeutet oder auch warum ich male und seit wann ich male. Dann sind ganz viele Bilder zu sehen. Einige sind schon verkauft, aber es gibt noch Fotos davon. Andere sind zu verkaufen und das sind Bilder unterschiedlichster Art, die ich im Laufe meines Lebens gemalt habe. Und es ist eine Auswahl. Und ganz oben kommt das neue Angebot und das nennt sich Lebenskunst. Und das soll 2022 umgesetzt werden. Da lade ich dich ein zu meinem Kurs in Wundern. Es gibt ja schon den Kurs in Wundern. Das wird eine Art zweijährige Begleitung in Selbsterkenntnis sein. Ich mag das Wort Coaching und Therapie eigentlich nicht mehr. Es wird eine Sinnsuche für dich sein, ein dich wirklich gut kennenlernen. Ein Dinge von dir und in dir kennenlernen, die du noch nicht kanntest. Und es wird auf jeden Fall eine Arbeit sein, die du machen kannst und eine Auseinandersetzung,
die wahrlich kostbar ist. Und ich will nicht zu viel verraten. Geh einfach auf die Seite, schau es dir an. Ich möchte dich dazu ermuntern. Für heute wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich sitze jetzt natürlich auch heute und morgen weiter an der Seite und werde da noch viel einspeisen. Es kommt noch mehr drauf. Aber die Hauptdinge sind schon sichtbar. Viel Freude. Guck's dir an. Das macht, mir macht es unendlich viel Freude und ich habe mir Mühe gegeben, schöne Bilder drauf zu tun. Du wirst sehen, es ist ansprechend. Alles Liebe.